Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch den Afterpatch vom Frozen Money Glitch zeigen. Ja, mit dieser Version können wir uns leider nur ein Auto pro Durchgang holen. Ja, das Ganze funktioniert eigentlich auf allen Konsolen. Sicher ist es auf jeden Fall auf der PlayStation 4, denn ihr müsst ganz schnell sein. Ihr müsst nämlich dann hinterher auf der Xbox und auf der PlayStation 5 müsst ihr nämlich dann das Netzwerkkabel an eurer PlayStation hinziehen. Deswegen ist es dort unsicher. Ja, die PlayStation 4 Leute, die gehen dann einfach ins PlayStation 4 Menü, dann auf Netzwerk. Dann einfach wieder mit Doppel-PSN-Taste zurück ins Spiel. Wenn ihr jetzt nochmal Doppel-PSN-Taste drückt, dann solltet ihr jetzt wieder direkt dann in die Netzwerkeinstellung kommen, so dass ihr dann direkt das Internet ausmachen könnt. So, ihr seht, ich habe oben 56 Millionen und ja, dann lassen wir es auch schon direkt losstarten. Wir öffnen einmal das Handy, gehen dann auf Warstock, suchen uns jetzt das Auto aus, was wir uns kaufen wollen. Ja, wenn ihr jetzt einen Nachtclub und Terabyte und sowas alles habt, dann könnt ihr euch natürlich hier auch einen Oppressor MK2 bei kaufen. Ich habe das jetzt hier auf dem Account leider nicht, deswegen mache ich es einfach mit dem Deluxo. Ich kaufe mir dann jetzt den Deluxo mit X bestätigen. So, wir suchen uns jetzt die Garage raus, wo wir das Auto reinkaufen wollen. Und jetzt müsst ihr wirklich ganz schnell sein. Sobald ihr jetzt mit X bestätigt, sofort doppelt PSN-Taste drücken, Netzwerkverbindung trennen, wieder reinmachen. Dann werden wir diese Fehlermeldung bekommen, anschließend dann in den Story-Modus geladen. Und von dort aus starten wir dann einfach irgendeine Sitzung. So, jetzt in der Lobby angekommen, seht ihr, ich habe jetzt wieder meine 56 Millionen vom Anfang. Ist auf jeden Fall perfekt. Wir begeben uns jetzt mal zur Garage. Und dort bei der Garage angekommen, werdet ihr sehen, dass wir jetzt auch dort den Deluxo stehen haben. Ja, um das Auto jetzt abzuspeichern, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr geht jetzt zum blauen Kreis, das Auto ein paar Mal umswitchen, anschließend in Aktionsmenü öffnen, auf Stil das Outfit einmal wechseln. Dann bekommen wir unten rechts die Ladeschnecke und dann ist das Auto auch abgespeichert. Oder ihr könnt natürlich auch das Auto direkt im Los Santos Customs verkaufen. Und ja Leute, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.